Immer ja für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Reichardt, auch wenn Sie Ihre kruden Argumente so in den Saal brüllen, haben Sie nicht für 5 Cent mehr recht. Also das ist ja wirklich unerträglich. Und ich weiß auch gar nicht, wie das bei der AfD zugeht. Bei uns werden Anträge geschrieben, werden Konferenzen vorgelegt, die Jusos haben einen Beschluss gefasst und dieser Beschluss wird dem SPD-Bundesparteitag vorliegen und da wird er diskutiert werden. Da gehört es nämlich hin. Ich weiß gar nicht, was das heute hier verloren hat, aber den Herrn Kühnert wird sicher freuen. Und also ich gehe trotzdem nicht leichtfertig mit dem Thema um, weil ich mich noch gut erinnern kann, wie wir wirklich Jahrzehnte gerungen haben um den Kompromiss des Paragraphen 218, den wir heute haben. Wir haben ihn mühsam erstritten miteinander. Und wenn man die Debatten heute und auch in den letzten Monaten verfolgt, dann kann man sich vorstellen, was das damals auch für eine Leistung war. Und trotzdem sage ich, natürlich hat jede Generation auch das Recht, solche gefundenen Kompromisse in Frage zu stellen. Das ist eigentlich auch die Pflicht jeder Generation. Und ich freue mich, dass die Jusos das im Kern auch tun, dass wir die Debatten hier noch mal führen. Das ist mir allemal lieber wie junge Liberale, die mit ihrer rückwärtsgewandten strukturellen Nähe zum Rechtsextremismus frauenfeindlich bis zum Abwinken sind. Und deshalb freue ich mich, dass die Jusos vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen. Junge Alternative, entschuldigen Sie bitte ausdrücklich. Ja, das ist ja so, ist es halt. Aber wir meinen Sie, ich merke ja sofort, dass Sie sich angesprochen gefühlt haben. Und ich finde, dass wir bei der Debatte miteinander auch berücksichtigen sollten, dass wir mit dem 218 und seiner Beratungspflicht bundesweit und auch in Baden-Württemberg es miteinander geschafft haben, dass wir inzwischen den historisch niedrigste Abbruchrate haben, die wir je hatten. Und insofern sollten wir die Dinge, die da als Kompromiss gefunden wurden, auch nicht in Frage stellen. Meine Kolleginnen und Kollegen, Ziel jeder Debatte über Abtreibungen muss es sein, dass Frauen selbstbestimmt entscheiden können. Und sie treffen nicht leichtfertig, aber jede Frau verantwortungsbewusst ihre Entscheidung. Und wir wissen auch, dass die Anzahl der Abtreibungen in den unterschiedlichen Ländern nicht unbedingt davon abhängt, ob Straffreiheit vorherrscht oder keine Straffreiheit. Die Anzahl der Abtreibungen hängt davon ab, was Frauen für ihre Kinder für Rahmenbedingungen sehen. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört natürlich solche Sachen wie: Finde ich eine bezahlbare Wohnung für die größer werdende Familie? Habe ich eine anständige Kinderbetreuung? Das sind alles Sachen, an denen wir arbeiten. Und die Anzahl der Abtreibungen hängt auch davon ab, wie gut oder wie schlecht und wie flächendeckend die Sexualaufklärung an den Schulen ist und wie niedrigschwellig der Zugang zu Verhütungsmitteln ist. Darüber haben wir uns zu unterhalten und nicht über irgendwelche Fantasien, die Sie hier ausleben. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Gauland, mit einer Partei, die es gerade bald schafft, 10,6% Frauen in dieses Parlament zu schicken, rede ich nicht über so eine elementare Frauenfrage. Was mir auch noch wichtig ist und was vielleicht auch dazu führt, dass die Anzahl der Abtreibungen sinkt, auch bei uns, wenn sich die Männer nicht nur als Erzeuger sehen, sondern wenn sie auch das Selbstverständnis haben, sich an der Sorgearbeit zu beteiligen. Ich schließe mit dem Satz: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jedes Kind hat das Recht, erwünscht zu sein, und ich freue mich, die Debatte fortsetzen zu können, dort, wo sie hingehört, nämlich beim SPD-Bundesparteitag. Da werden Sie leider nicht dabei sein. Schönen Dank. Das Wort hat Dr. Frauke Petri.